Der Sieger des Verkaufsbereichs ist Intratool. Intratool ist eine IT-Lösung. Und solche Kleinigkeiten helfen uns natürlich, wir haben gerade über Industrie 4.0, Handwerk 4.0, Bäckerei 4.0 gesprochen, helfen uns, unseren Alltag besser zu organisieren. Und deswegen war Intratool für uns preiswürdig und deswegen haben wir uns dafür stark gemacht und eingesetzt, dass das also als Intratool heute prämiert wird. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich darf Ihnen den Gewinner für den Bereich Rohstoffe vorstellen. Das ist die Firma Unifirm. Die Firma Unifirm mit dem Produkt Ferment Fresh. Die mit Buchweizenmehl hergestellten Gebäcke haben normalerweise charakteristische Bitternote, die wir eher ablehnen. Das ist aber hier durch den Fermentationsprozess was ganz anderes. Und die Firma Zilk hat eben eine Eiaufschlagmaschine entwickelt. Aber in der Praxis, glaube ich, kann das uns wirklich vieles erleichtern und wieder zurückführen, weg vom Flüssigei hin zum regionalen Frischei. Und jetzt komme ich zu unseren Preisträgern der Firma M&E, nämlich inwieweit IT die Konsumenten mit unserer Bäckerwelt verbindet. Und diesen Aspekt hat die Firma M&E mit einer App, die zur Kategorie Click-and-Collect-App gehört. Mit ihr erhält die Bäckerei schnell und unkompliziert die Verbindung zu den Konsumenten in den mobilen Absatzkanal.